1, 2, 3 sagen. Alles okay? Bin ich verständlich? Einen schönen guten Tag, liebe Studierende. Universität Frankfurt. Herr Dr. Gregor Gysi. Normalerweise halte ich hier immer die Abschlussvorlesung. Das hat den Vorteil, dass Sie dann schon völlig fertig und am Ende Ihrer Kräfte sind. Da merken Sie meine Fehler nicht. Diesmal habe ich mich doch entschieden, die erste Vorlesung zu halten, wo Sie noch aufmerksamer sind. Wobei ich glaube, heute ist doch Freitag. Also in Ihrem Alter habe ich Freitagabend was anderes gemacht. Aber bitteschön, das sei Ihnen alles überlassen. Wir haben es natürlich mit einer Welt zu tun, die immer unübersichtlicher wird. Es gibt eine tiefe Verunsicherung bei den Menschen. Deshalb suchen Sie sehr einfache Antworten, die Ihnen die Rechtspopulisten bieten. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern, womit man sich, glaube ich, ganz anders auseinandersetzen müsste. Das Problem ist, dass ich einen Vortragstitel bekommen habe, der natürlich schwer ist, über Gott und die Welt und die Probleme, die am 16. November 2018 konkret anstehen. Fange ich mal mit Gott an. Also, ich glaube nicht an Gott, habe noch nie an Gott geglaubt, aber fürchte eine gottlose Gesellschaft. Das muss ich erklären. Weil eine gottlose Gesellschaft bedeutete, wir hätten ja kein Weihnachten, da geht es weniger um die Kirchen, da geht es mehr um die Religion. Wir hätten kein Ostern, wir hätten kein Pfingsten, wir hätten keine Bergpredigt, das heißt kein Aufruf zur Nächstenliebe etc. etc., alles was so da drin steckt, und wir hätten damit keine allgemein verbindliche Moral. Es gibt viele, die behaupten, die entstünde aus Vernunft, aber diese Vernunft ist geprägt durch Kultur und Tradition und durch eine Geschichte, wo wiederum die Religion eine große Rolle spielte. Es gab in der DDR mal einen ersten Sekretär des ZK der SED, der hieß Walter Ulbricht, und der ließ 10 Thesen der sozialistischen Moral, die waren derart jüdisch-christlich geprägt, ohne dass er es wusste. Das heißt, die Tradition wirkt hier mit. Und deshalb stimmt das. Eine gottlose Gesellschaft wäre eine Gesellschaft, die frei von allgemeinverbindlicher Moral wäre. Die Linken wären zum Beispiel in der Lage, Moralnormen aufzustellen, aber sie haben gar nicht die Kraft, dass sie allgemeinverbindlich wären. Das macht, ist wieder der Sinn dieser Religion. Und das ist eben die Kunst, etwas, woran man selber nicht glaubt, trotzdem den Sinn daran zu erkennen und zu sagen, aha, das ist aber die Seite, die ich daran benötige, auch wenn ich halt nicht an Gott glaube. An die Welt glaube ich, denn die existiert ja. Und die Probleme, die wir an dem heutigen Tag haben und generell, sind gewaltig. Über die Unübersichtlichkeit habe ich schon gesprochen. Wir haben einen amerikanischen Präsidenten. Im Vergleich zu ihm ist eine Roulettekugel eine wirklich leicht berechenbare Größe. Aber er hat eine Situation erkannt, im Unterschied zu unserem Außenminister. Er hat erkannt, dass es die Sowjetunion nicht mehr gibt. Er hat erkannt, dass es den Kalten Krieg nicht mehr gibt. Er hat erkannt, dass es gar nicht so richtig gemeinsame Feinde gibt. Und weil das alles so ist, kann er nicht nur einen Wirtschaftskrieg gegen China führen, sondern auch gegen die Europäische Union. Das ist ihm im Kern egal. Und er stellt vieles in Frage. Er kündigt den Paris-Gipfel, was eben das Klima betrifft. Das ist natürlich eine blanke Katastrophe. Er geht aus dem Iran-Abkommen aus. Das wäre in Zeiten des Kalten Krieges nicht denkbar gewesen. Hätte das ein US-Präsident nie gemacht. Aber jetzt, wo das alles zu Ende ist, stellt er halt alles in Frage. Wir erleben jetzt eine Bundeskanzlerin, die so auf Raten zurücktritt. Das liegt daran, dass sie unter demselben Fehler leidet, unter dem auch Kohl litt und viele andere, dass sie nicht aufhören können. Zumindest nicht rechtzeitig aufhören können. Wenn Frau Merkel Mitte der letzten Legislaturperiode erklärt hätte, dass sie zum Ende der Legislaturperiode aufhört als Kanzlerin und dann auch sich nicht wieder stellt auf dem nächsten CDU-Bundesparteitag, wäre sie mit Glanz und Gloria gegangen. Das können die nicht. Sie wartet eine Niederlage ab, dann erlebt sie, wie der von ihr installierte Fraktionsvorsitzende nicht gewählt wird. Das war ja noch 2 Jahre vorher undenkbar oder 4 Jahre vorher undenkbar. Dann erlebt sie, dass es Gegenkandidaturen zu ihr geben wird auf dem Bundesparteitag. Das darf dir beim ersten Mal immer passieren. Du musst dich durchsetzen, kann auch knapp sein.
Aber wenn du dich dann durchgesetzt hast, müsstest du eigentlich so erfolgreich sein, dass gar keiner auf die Idee kommt, gegen dich zu kandidieren. So war es ja oft bei ihr. Und jetzt kriegt sie plötzlich Gegenkandidaturen. Und da hat sie sich natürlich gesagt, dass sie nach der Wahl in Hessen dann ihren Verzicht erklärt, weil sie stellt sich doch jetzt nicht dahin und kämpft dann gegen Merz und Spahn und sagt dann immer, wieso sie die Bessere ist. Und plötzlich verliert sie. Und was machst du dann? Gehst du raus und sagst, na schön, ich bin ja immer noch Kanzlerin, ne? Aber der Rest interessiert mich nicht. Ist auch nicht so einfach. Aber das weitere Schicksal ist auch klar. Wenn Frau Karnbach, Kamp Karnbach, ne? Diese Doppelnamen sind ja auch was Furchtbares. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich mehr. Ich habe eine Autobiografie geschrieben, da muss ich immer unterschreiben. Ja, ich heiße aber zum Glück Güsi. Wenn ich Leuthäuser Schnarrenberger hieße, wäre ich am Ende meiner Kräfte. Ja? Aber abgesehen davon, also, wenn die gewählt wird, heißt das ein Weiter-so. Die Dinge werden so fortgesetzt wie bisher, weil die ja übereinstimmen. Wenn natürlich Merz gewählt wird, das ist eine Konfrontation. Und dahinter dürfen Sie nicht nur die unterschiedliche Politik sehen, Sie müssen auch immer das Persönliche erkennen. Also, warum wurde Frau Merkel überhaupt CDU-Vorsitzende? Das hatte folgenden Grund. Normalerweise bist du bei ostdeutscher Herkunft verdächtig. Im Unterschied zu westdeutscher Herkunft. Und einen umgekehrten Fall gab es bei der Spendenaffäre der Union. Weil alle aus dem Westen hatten schon ein C drin. Nur wenn jemand aus dem Osten kam, konnte er damit nichts zu tun haben. Deshalb war sie plötzlich die Unschuld in Person in der Spendenaffäre. Und da haben sich die Männer der Union gesagt, na gut, dann machen wir die jetzt zur Parteivorsitzenden und dann schicken wir die Mutti natürlich so nach 2 Jahren wieder nach Hause. Das war auch klar. Dann hat sie, aber die Mutti sie nach Hause geschickt. Und ich habe mich mit führenden CDU-Politikern unterhalten. Natürlich sage ich da keinen Namen, das wäre eine Denunziation. Ich habe gesagt, ihr dachtet doch, ihr schickt die wieder nach Hause. Hm? Wieso seid ihr denn nach Hause geschickt worden? Und dann sagt er, und ich sage, wieso konntet ihr euch dagegen gar nicht wehren? Und dann sagt er mir, ja, das kann ich Ihnen erklären. Das liegt daran, dass wir die Methoden von Frauen nicht kannten. Wir hatten ja bis dahin als Chefs nur Männer. Und da wussten wir genau, wie der Kohl das macht, wie der das macht und so weiter. Damit konnten wir umgehen. Aber Frauen haben ja völlig andere Methoden. Darauf waren wir gar nicht vorbereitet. Und deshalb waren wir schneller weg, als wir überhaupt hingucken konnten. Sowas sitzt tief. Merz war Fraktionsvorsitzender und ist da nach Hause geschickt worden. Das heißt schon mal unabhängig von allen politischen Fragen, wenn du dich einmal verletzt fühltest und so weiter, dann gibst du da keine Ruhe. Das kann gar nicht bei den beiden gut zusammengehen. Also natürlich ein paar Monate spielen sie uns das vor, aber dann muss es eine Entscheidung geben. Und da die Delegierten auf dem Bundesparteitag das zumindest wissen, entscheiden sie mit ihrer Wahl zwischen den beiden, ich weiß, dass Spahn auch noch kandidiert, aber mit ihrer Wahl zwischen den beiden entscheiden sie, ob die Große Koalition bis 21 halten soll oder nicht. Auch interessant. Und da bin ich ein bisschen gespannt, ehrlich gesagt. Die Wahlergebnisse in Bayern und Hessen haben auch einen interessanten Beitrag geleistet, genauso wie die Bundestagswahl 2017. Das Problem ist nur, sie lernen nichts daraus. Sie verstehen auch das Signal nicht. Sie machen einfach weiter so. Man muss immer wissen, ein Prozess, der in den USA stattfindet, findet 2 oder 3 Jahre später bei uns statt. Na, sagen wir mal 3 oder 4 Jahre später. Übrigens gilt das auch für die Musik, für viele andere Bereiche. Das kann man sehr genau verfolgen. Und die Bundestagswahl war ein Warnschuss, um zu sagen, es gibt Veränderungen. Zum Beispiel, die Zeit der alten Volksparteien geht zu Ende. Die gesellschaftlichen Gruppen sind bei uns inzwischen so differenziert, dass eins nicht mehr möglich ist, dass vor allen Dingen 2 Parteien alles Wesentliche repräsentieren. Mal abgesehen davon, dass sie jetzt ständig in großer Koalition sind. Aber selbst wenn sie es nicht wären, können sie es nicht mehr. Das wird vielfältiger, das wird differenzierter. Ich denke, wir werden ein Parlament von 4 bis etwa 7 Parteien bekommen, die auch Schritt für Schritt gleich stark werden oder fast gleich stark werden. Das heißt, die Dominanz von 2 Parteien wird sich überwinden. Das ist schon eine spannende Frage.
weil davon natürlich das gesamte Gefüge abhängt und viele andere Fragen. Und die Relevanz der Parteien wird sich maßgeblich darin entscheiden, ob sie die Interessen ihrer jeweiligen Gruppen glaubwürdig vertreten oder nicht. Und wenn sie in Koalition gehen, wobei wenn das mehrere Parteien sind, wird das immer komplizierter, dann müssen die Kompromisse, die sie machen, immer so aussehen, dass sich die Interessengruppen noch wiederfinden, die sie gewählt haben, was nicht leicht ist. Ich habe meiner Linken gesagt, es gibt immer zwei Dinge, müsst ihr wissen. Wer nicht kompromissfähig ist, ist nicht demokratiefähig. Aber wer zu viel Kompromisse macht, gibt seine Identität auf. Wie hat man da einen Maßstab? Ganz einfach. Alle Schritte müssen in die richtige Richtung gehen. Sie können nur kürzer sein, als du gedacht hast. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir sind für das Verbot von Rüstungsexporten. Kriegen wir natürlich bei SPD und Grünen nicht durch. Aber wenn wir durchbekämen, dass dann Diktaturen und Entspannungsgebiete wie den Nahen Osten keine Waffen mehr geliefert werden, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung, kürzer als wir uns das vorstellen. Das kannst du machen. Wenn aber herauskäme, dass wir die Waffenexporte steigern unter unserer Mitwirkung, können wir unsere Sachen packen, nach Hause gehen. Das heißt, du musst immer wissen, keine Schritte in die falsche Richtung. Also das Maximum ist Stillstand, dass du sagst, wir können uns da gar nicht verständigen. Wir gehen da nicht weiter, aber niemals in die falsche Richtung. Und wenn es geht, alle Schritte in die richtige Richtung, eben nur, das ist dann der Kompromiss, kürzer, als man es sich vorgestellt hat. Wenn ich sage, dass die Zeit der Altparteien in dieser Hinsicht vorbei ist, muss ich auch sagen, dass die Zeit der ewigen Kanzlerinnen und Kanzler wie Adenauer, Kohl oder Merkel auch vorbei ist. Das wird es so in nächster Zeit nicht mehr geben. Die Sozialdemokratie ist in der akuten Gefahr, ihre Rolle und ihre Funktion zu verlieren. Das hängt damit zusammen, dass als sie die Regierungsverantwortung bekam unter Gerhard Schröder zusammen mit den Grünen, sie drei Dinge machte. Das erste war, sie führte den ersten Krieg für Deutschland nach 1945. Er war auch noch völkerrechtswidrig. Das zweite war, nachdem der Krieg geführt war, das Kosovo ja besetzt war, da konnte auch einem Kosovo-Albaner nichts mehr passieren, also sie standen ja zum Schutz da, da haben sie das Kosovo getrennt von Serbien ohne Zustimmung Serbiens, das heißt ohne Zustimmung des Zentralstaates. Ich habe Ihnen damals gesagt im Bundestag, damit schaffen Sie ein Beispiel, auf das sich viele berufen werden. Darauf berufen sich natürlich die Katalanen, darauf berufen sich die Kurden und Kurden im Nordirak. Als ich in Moskau war, sagten die immer, wieso denn Kosovo? Also alle argumentieren immer mit dem Kosovo. Und warum haben sie das gemacht? Weil sie nicht aufhören konnten zu siegen. Das ist der Fehler, der immer wieder begangen wird. Die Sowjetunion war zusammengebrochen, der angetrunkene Jelzin stolperte immer aus irgendeinem Flugzeug, das haben die natürlich ja nicht mehr ernst genommen. Und dann kam Putin und der sagte plötzlich, weiter lässt er seinen Einfluss nicht zurückdrängen. Der sagt ja auch, er geht nicht raus aus dem Nahen Osten. Der Westen sagt doch, du hast da zu verschwinden. Da er aber nur ein Standbein hat, das ist Syrien, kämpft er um dieses Standbein. Genauso argumentiert er natürlich, was die ehemaligen Sowjetrepubliken betrifft. Das gibt es noch ein weiteres Phänomen. Die neutralen Staaten, die wir früher hatten, im Kalten Krieg, funktionieren nicht mehr. Früher wäre es so gewesen, bei so einem Konflikt wie Syrien, auch zwischen dann früher der Sowjetunion und den USA, hätte sich immer die finnische oder schwedische Regierung gemeldet und gesagt, wir versuchen mal zu vermitteln, einen Interessenausgleich hinzubekommen. Machen die nicht mehr. Ich habe die gefragt, die haben gesagt, der Kalte Krieg ist vorbei, ist nicht mehr ihre Aufgabe. Punkt. Und deshalb stoßen unterschiedliche Interessen aufeinander und führen viel, viel schneller zum Krieg. Aber es war eben die Sozialdemokratie, die, wie man den Krieg auch immer bewertet, den ersten nach 45 eingeleitet hat, zusammen mit den Grünen. Dann die Trennung des Kosovo. Und dann haben sie die Agenda 2010 beschlossen. Deutschland hat innerhalb der Europäischen Union den größten Niedriglohnsektor. Den größten. Und die prekäre Beschäftigung, Zeitarbeit, Befristung, falsche Werkverträge, Leiharbeit etc. wurde um 70% erhöht. Das heißt, im Ergebnis einer sozialdemokratisch-grünen Regierung ging es vielen nicht etwa besser, sondern schlechter. Und das ist natürlich ein gewaltiges Problem, weshalb sie dann auch so viele Stimmen verloren hat und so weiter. Und dann ging sie in eine große Koalition. Und jetzt in die dritte große Koalition, wo sie ja nur ein Anhängsel der Union ist. So kannst du nicht zur Alternative werden.
Das ist das eigentliche Problem. Wir brauchten doch eine Alternative der Gestalt, dass man unterscheiden kann und sagt, gut, also die einen sind für die schwarze Null, die sind dafür, dass Besserverdienende noch weniger Steuern bezahlen, sie sind für die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, also noch mehr prekäre Beschäftigung, sie sind eben auch dafür, dass die Rechte der Vermieter gestärkt werden, nicht der Mieterinnen und Mieter, und man muss ja auch nicht in Wohnungen investieren, kann man ja alles machen, so. Und dann müsste es eine Alternative geben, die sagt, nein, ich bin für Investitionen in Bildung, ich bin für Investitionen in Wohnung und in das ganze Wohnungswesen, in die Infrastruktur überhaupt. Ich meine, unser Internet setzt sich, bitte, wir sind hier ein Entwicklungsland. Ich bin durch die ganze Slowakei gefahren, nicht einmal war mein Handy unterbrochen. Wenn ich durch Deutschland fahre, ist es ständig unterbrochen. Es gibt gar keine Chance. Es würde mich wirklich interessieren, ob das besser funktioniert in Uganda. Ich glaube, aber ich war noch nicht da, um mal hier unser Niveau abzuschätzen auf dieser Strecke. Also, die für Investitionen einstrecken, für mehr Gerechtigkeit, für die Bekämpfung von Kinderarmut, von Altersarmut und vieles andere mehr. Das wäre doch eine Alternative. Die haben wir nicht mehr. Es ist ja das Albernste, was es gibt, wenn die Kanzlerin mit dem Vizekanzler dann kurz vor der Wahl streitet, wer das bessere Konzept hat im Fernsehen. Das fühlst du dich doch verarscht. Das sagst du, die haben bisher alles zusammen gemacht und jetzt tun sie so, als ob sie irgendwie gegnerische Positionen hätten. Das ist nicht glaubwürdig. Das funktioniert auch nicht. Was die Glaubwürdigkeit der Politik betrifft, gibt es zwei Einschnitte und man muss sich immer damit beschäftigen, weil das auch erklärt, warum die AfD leider so erfolgreich ist. Das eine ist die falsche Sprache. Die Politik führt eine unverständliche Sprache. Und darauf legen sie Wert. Ich erzähle Ihnen mein Lieblingsbeispiel. Das war unter Kanzler Schröder. Da ging es um die Veräußerungserlösgewinnsteuer, die Kapitalgesellschaften unter Kohl in voller Höhe zu bezahlen hatten, die Inhaberunternehmen nur zur Hälfte, und das wurde geändert. Die Kapitalgesellschaften wurden davon befreit, während die Inhaberunternehmen das Doppelte zu bezahlen haben. So quatschten alle. Da ist natürlich der größte Teil des Publikums weg. Dann bin ich dran, dann gehe ich nach vorne und sage also nochmal ganz langsam, damit das einer wie ich auch versteht. Das ist wichtig. Ich darf nie sagen, damit es die Lidl-Kassiererin versteht, dann beleidige ich sie. Also nehme ich mich. Es klingt bescheiden, in Wirklichkeit ist es die höchste Form der Arroganz, weil ich ja heimlich hoffe, dass sie alle denken, er wird es schon verstanden haben. Aber trotzdem beginne ich eben mit dem Satz zu sagen, nochmal ganz langsam, damit das einer wie ich auch versteht. Und dann sage ich, also unter Kohl war es so, wenn die Deutsche Bank einen Kaufpreis bekam, musste sie darauf eine volle Steuer bezahlen. Und wenn der Bäckermeister einen Kaufpreis bekam, musste er darauf eine halbe Steuer bezahlen. Und heute erleben wir eine sozial-ökologische Reform und die besteht darin, dass die Deutsche Bank nichts mehr zu bezahlen braucht und der Bäckermeister das Doppelte bezahlen muss. Das ist eine Übersetzung. Versteht jede und jeder. Und nachdem meine Rede fertig war, rannten, ich schwöre es Ihnen, 20 SPD-Abgeordnete nach vorne zum damaligen Fraktionsvorsitzenden Strupp und fragten, ob das stimmt, ob es das ist, was Sie in einer halben Stunde entscheiden. Nun sage ich zu Ihrer Verteidigung, es sind auch Menschen, und bei dem Begriff Veräußerungserlös-Gewinnsteuer gehen Ihre Ohren schon zu. Aber gleichzeitig sage ich, wenn ich in der Regierungsfraktion bin und ich mache geltendes Recht daraus und ich weiß gar nicht, was ich zu geltendem Recht mache, das geht natürlich nicht. Und das Zweite ist, dass die Leute nicht mehr an die Argumente glauben. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Der völkerrechtswidrige Krieg gegen Jugoslawien wurde doch damit begründet, dass also die Menschen getötet und verletzt werden im Kosovo und man ihnen unbedingt zu Hilfe kommen muss. Und selbst wenn das Völkerrecht verletzt wird, das ist hier eben einfach dringend erforderlich. Also Menschenrechte ganz wichtig, Rettung von Menschenleben ganz wichtig. Nun haben wir aber an Saudi-Arabien Waffen von über 1 Milliarde Euro geliefert. Saudi-Arabien verletzt täglich die Menschenrechte. Aber Saudi-Arabien führt einen Krieg gegen Jemen. Und da stellen sie um den Jemen mit deutschen Patrouillenbooten und verhindern, dass Medikamente und Lebensmittel zu den Teilen der Bevölkerung kommen, die sie eben nicht unterstützen, sondern gegen die sie Krieg führen. Das kann man auch als Völkermord bezeichnen, denn irgendwann sterben die ja, wenn sie keine Lebensmittel und keine Medikamente bekommen. Nun fragt sich die Bevölkerung, warum sind Menschenrechte einmal so wichtig, dass ich dafür Krieg führe und im Falle von Saudi-Arabien so unwichtig, dass ich trotzdem die Waffen liefere
und das einfach mit in Kauf nehme. Sehen Sie, das ist das Problem. Entweder ich habe ein Prinzip, dann muss es immer gelten, dann ist es glaubwürdig. Oder ich benutze ein Prinzip, um etwas zu rechtfertigen, und irgendwann interessiert es mich nicht, wenn mich andere Interessen wegen, wie der Verkauf von Waffen, der natürlich reichlich Geld bringt und weiß ich was alles. Und das ist eben nicht glaubwürdig. Das sage ich auch den Linken. Wenn man Menschenrechtsverletzungen kritisiert, muss man sie immer kritisieren. Nicht in dem einen Land schon und in dem anderen Land weniger. Das ist das, was in der Politik aber immer üblicher wird. Zweites Beispiel. Falls Sie in Ihrem Leben jemals schwarz ein öffentliches Verkehrsmittel genutzt haben sollten, was ich überhaupt nicht glaube, aber mal angenommen, und dann ist zufällig eine Kontrolleurin oder ein Kontrolleur gekommen, dann mussten Sie natürlich das Ticket nachbezahlen und eine Strafe, weil es ja ein Betrug war. Das heißt, Sie haben eine Dienstleistung in Anspruch genommen, ohne zu bezahlen. Versucht. Wenn VW ein Auto verkauft mit einer gefälschten Software, wobei das ja auch interessant ist, das erfordert viel Intelligenz, so eine Software zu fälschen, du kriegst das nicht so einfach hin. Man hätte die Intelligenz der Ingenieurinnen und Ingenieure auch nutzen können, um ein Auto der Zukunft zu entwickeln. Aber nein, die Intelligenz musste für eine Schummelsoftware genutzt werden. Gut. Das heißt, es wird ein Produkt verkauft unter Maßgaben, die nicht stimmen. Das ist doch ganz klar, dass man dann schadenersatzpflichtig ist. Wenn die Regierung dann solche Schwierigkeiten hat, die Schadenersatzpflicht festzustellen, aber keine Schwierigkeit hat, wenn sie schwarz Bus fahren, ihnen dafür eine Strafe abzunehmen, macht sie sich unglaubwürdig. Entweder ich bestrafe Betrug immer, oder ich mache das bei den Kleinen und bei den Großen nicht. Und genau das geht nicht. Und wenn eine Politik sich so entwickelt hat, jetzt ganz unabhängig von den Parteien, also falsche Sprache und Prinzipien, die nur gelten, wenn man sie benötigt, aber nicht gelten, wenn man sie nicht benötigt, dann verliert die Bevölkerung zunehmend das Vertrauen in die Politikerinnen und Politiker. Und dann müssen immer Leute von außen kommen, weil die das Vertrauen noch nicht verspielt haben. Und so kam in den USA eben Trump von außen, er gehörte ja nicht zum politischen Establishment und war erfolgreich. Und die Demokraten haben leider wieder geschummelt und haben die Clinton nach vorne gestellt, die nun durch und durch politisches Establishment ist, statt Sanders, weil Sanders wäre eine Herausforderung gewesen für Trump, denn er war zwar schon im Kongress und im Senat, aber er war ja nicht Establishment in dem Sinne. Und ist auch interessant, es war der Einzige im Kongress und dann im Senat, jetzt ist er wieder, ist ja hochgewählt worden, Sanders, der sich demokratischer Sozialist nannte. Und ich habe ihn besucht, da war er noch im Kongress. Es war 1991 und da sagte er zu mir, jetzt sind wir ja im Kongress schon zwei demokratische Sozialisten. Nee, sage ich, ich bin hier nicht Mitglied. Nee, sagt er, aber im Gebäude. Also, der hat auch Humor, will ich nur sagen, ja. Was schon für ihn spricht. Sehen Sie, und wenn Sie sich in den USA, um mal auch wieder ein bisschen Hoffnung zu machen, demokratischer Sozialist genannt haben, haben Sie nicht mal eine Kneipe gefüllt. Ja, das konnten Sie völlig vergessen. Der füllt Stadien. Das heißt, es gibt eine Spaltung der Gesellschaft. Also die absoluten Trump-Fans und die absoluten Gegner von Trump. Zugespitzt. Trotzdem muss man eben sehen, wegen der Ablehnung des politischen Establishments ist er gewählt worden. Und was passiert bei uns? Also die Große Koalition wird so abgestraft, was machen sie? Weiter so. Die CSU verliert dramatisch in Bayern, dann sucht sie sich die CSU leid, das sind die Freien Wähler, weiter so. Und wir werden auch in Hessen erleben, wahrscheinlich weiter so. CDU und Grüne. Das heißt, immer Warnschüsse, immer Signale an uns, Leute, ihr müsst was verändern und es wird nicht begriffen. Man macht einfach weiter so. Wissen Sie, und es könnte der Tag kommen, an dem wir uns alle sagen, warum haben wir eigentlich zu der Zeit, zu der es noch möglich war, nicht zusammengearbeitet, wenn es denn zu spät ist. Es gibt einen zunehmenden Hang der Menschen nach Despoten. Warum? Wenn du einen Despoten hast,
der sagt, er will 3 Ziele erreichen und du stimmst mit den 3 Zielen überein, sagst du dir, warum nicht der? Er hat einen großen Vorteil gegenüber einem Demokraten. Er macht das innerhalb von 3 Wochen. In der Demokratie dauert das mindestens 1,5 Jahre. Das Geschwätze, das Anhören, das Gerede, das Hin, das Her. So, und dann gibt es bei den Leuten zunehmend den Drang, dass sie sagen, nee, schnell durchsetzen, eine Stimme hier überein. Was vergessen sie? Sie vergessen, dass dann, wenn er plötzlich Ziele hat, die gar nicht mehr mit ihren übereinstimmen, sie nicht wieder loswerden. Einen Despoten wirst du nicht los. Na, irgendwann schon, weil er irgendwann stirbt, aber vorher eben nicht. Ich wette mit Ihnen, dass der Erdogan eine Struktur schafft, die ihn unabwählbar macht. Entweder über Fälschung oder indem er die Verfassung ändert, ehe wie er Präsident wird oder weiß ich was alles. Wofür in guten Zeiten die Mehrheit bekommt und nachher bereuen es alle, aber kriegen es nicht mehr repariert. Der Trump wird dazu keine Chance haben, weil die Demokratie in diesen Bereichen in den USA zu festgeschrieben ist. Also dass er zum Beispiel das ändert und sagt, er könnte noch eine 3. Legislaturperiode machen, das hat sich zumindest noch für ausgeschlossen, obwohl er es sich wünschte, das tun zu können. Aber ich glaube, dass ihm das nicht gelingen wird. Ich will noch auf etwas hinweisen. Also jetzt muss ich mal Ihre Fantasie ein bisschen anstrengen. Stellen Sie sich mal vor, am Tag der Bundestagswahl hätte ich mich entschieden und hätte gesagt, ich lasse jetzt meine Mitgliedschaft bei den Linken ruhen, muss heute zur Rettung der Sozis doch mal in die SPD eintreten. Habe ich natürlich keine Zeit. Da müssten wir schnell einen Parteitag machen, der mich gleich zum Vorsitzenden wählt. Also wenn schon Post, klar. Ne? So, und dann hätte ich, wie Martin Schulz gesagt, also die Große Koalition ist abgewählt, kommt bei mich nicht mehr in Frage. Dann hätte ich Jamaika beobachtet, wie er auch, wobei ich den Begriff ungerecht finde. Ich denke bei Jamaika zwar auch an Armut, aber ich denke vor allen Dingen an Sonne, an Atlantik, an Strand, an Rum, an Reggae, an den fantastischen Läufer Bolt und doch nicht wirklich an Merkel, Seehofer, Lindner. Aber schön. Der Botschafter von Jamaika hat mir gesagt, er freut sich, sein Land ist so oft genannt worden, dass er hofft, dass der Tourismus zunimmt. Naja, habe ich ihm gesagt, aber Jamaika ist gescheitert, nicht vergessen. Ja, weiß man immer nicht, wie sich das wirklich auswirkt. Ist ja auch egal. Also, dann wäre Jamaika gescheitert. Und dann kam natürlich unser Bundespräsident, ja auch Sozialdemokrat, Steinmeier sagte, also unbedingt, ihr seid doch keine vaterlandslosen Geselle, staatspolitische Verantwortung, ihr müsst in die Große Koalition gehen und so weiter. Und dann hätte ich zu ihm gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall. Und dann hätte er auf mich eingeredet und dann hätte ich ihm Folgendes gesagt. Ich hätte gesagt, meine staatspolitische Verantwortung besteht in der Rettung der Sozialdemokratie. Wenn ich wieder zum Anhängsel der Union werde, kämpfe ich das nächste Mal um 5%, das habe ich nicht vor. Und meine staatspolitische Verantwortung besteht zum zweiten darin, eine Alternative zur Union zu werden. Wenn wir nicht zur Alternative der Union wären, machen wir uns überflüssig und es fehlt die eine Alternative. Und wenn ich den Fehler begehe, wieder in die Große Koalition zu gehen, stärke ich die AfD. Und genau das will ich nicht. Das wären die 3 Gründe gewesen, mit denen ich das abgelehnt hätte. Und dann hätte ich zu der Merkel gesagt, machen Sie doch ein Minderheitskabinett. Gab es jahrelang, in Dänemark hat auch funktioniert. Also, dann muss ich das so vorstellen. Die Bundesregierung bringt ein Gesetz ein. Jetzt haben wir ja 6 Fraktionen. Dann sagt die AfD, ja, sie könnte dem zustimmen, wenn noch ein rassistischer Paragraph dazukommt. Nicht? Dann sagt die FDP, ja, wir könnten dem zustimmen, wenn die Strafen verdoppelt werden. Die haben ja sonst keine Wirkung. Dann sagen die Grünen, ja, wir könnten dem zustimmen, aber es müsste noch was zum Flaschenpfand rein. Dann sagt die Linke, wir könnten uns mit dem Gesetz anfreunden, wenn sie die Strafen streichen. Und dann sagt die SPD, wir brauchen dazu noch eine allgemeine Erklärung irgendwas. Also muss sich nichts ändern, aber so eine allgemeine Erklärung. Wie dem auch sei, wir hätten eine ganz andere demokratische Diskussion. Es gibt einen Gesetzentwurf, Sie hören von 6 Vorschlägen und sagen sich, das ist doch vernünftig, auf den Kompromiss könnte man eingehen. Und die Regierung muss sich ja entscheiden, mit wem sie jetzt redet. In der Koalition hast du ja immer nur eine Partnerin, mit der du einen Kompromiss machst, was die anderen sagen, muss dich ja gar nicht weiter interessieren. Und dann ärgern sie sich, dass die Regierung diesen Weg wählt und nicht jenen Weg wählt. Und wenn sie eine Partei gewählt haben und die macht einen Vorschlag, den sie doof finden, schreiben sie in die Parteiführung, warum sie nicht den viel intelligenteren Vorschlag X macht, sondern den. Das heißt,
die demokratische Aussprache in der Bevölkerung wird belebt. Genau das fehlt uns. Und das ist ein gewaltiges Problem. Gut, dann hätte sie aber gesagt, sie macht es trotzdem nicht. Also ich bin ja immer noch SPD-Chef, ja? Ich bin ja noch ein Beispiel. Ne? Dann hätte ich gesagt, gut, dann Neuwahlen. Du kannst nicht alle 4 Monate neu wählen, aber ausnahmsweise kannst du Neuwahlen machen. Dann wäre ich vor die Wählerinnen und Wähler getreten und hätte gesagt, gut, okay, ihr habt die Große Koalition abgewählt, respektiere ich, mach ich nicht mehr. Ihr habt bitte rechts gewählt, Jamaika, sie haben es versucht, sie können es nicht. Also gibt es bloß noch Mitte links. Das wäre deshalb schön gewesen, weil die SPD vor Schreck sich ans Herz gefasst hätte. Die Grünen wären noch viel erschreckter gewesen. Die Linken hätten sich vor Schreck 5-mal gedreht. Also schon die 3 Reaktionen hätten mir Freude bereitet. Aber sie hätten nichts anderes sagen können, außer ja. Und sie wären gezwungen gewesen, das erste Mal wirklich wieder eine Alternative aufzubauen. Und dann hätten wir doch mal wieder einen alternativen, spannenden Wahlkampf, wo sie sich angepasst fühlen und sagen, jetzt muss ich mal mitmachen. Es gab das einmal in der Geschichte der Bundesrepublik, da war natürlich an ihre Zeugung noch gar nicht zu denken, so lange ist es schon her. Das war bei Willy Brandt und Kiesinger. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Kiesinger war vor 45 Mitglied der NSDAP. Er war Abteilungsleiter in einem Nazi-Ministerium. Und Willy Brandt war ein Kämpfer gegen die Nazis, hatte ja deshalb auch einen Decknamen, Brandt, er hieß ja in Wirklichkeit anders, kämpfte in den norwegischen Streitkräften gegen die deutsche Wehrmacht. Das heißt, aus der Sicht der Hälfte der Bevölkerung war er ein Vaterlandsverräter und aus der Sicht der anderen Hälfte ein Held und umgekehrt. Und das ist eine zugespitzte Situation, auch kulturell, wie man sie selten hat. Ich war ja noch DDR-Bürger, ich habe mir das im Fernsehen angesehen. Es gab niemanden, dem das egal war, sondern die einen waren unbedingt für Willy Brandt. Und die anderen wollten ihn unbedingt verhindern. Und das ist eine spannende Situation. Und davon sind wir ja heute sowas von meilenweit entfernt, sowohl politisch als auch kulturell. Aber wenn wir wieder mal so eine Alternative schaffen würden, wo es eben auch um Grundsatzfragen für ihr Leben ginge, das wäre doch wichtig. Ich habe schon gesagt, man hat ja nicht begriffen, dass wir in einer neuen Situation sind. Damit hängt dann zum Beispiel zusammen, dass die Europäische Union Sanktionen gegen Russland beschlossen hat. Ich halte das für völlig falsch, weil Russland jetzt alle Kräfte unterstützt, die die EU kaputt machen wollen. Ich will die aber nicht kaputt machen. Also schon deshalb, aber ist ja klar, die EU hat ja gegen sie Sanktionen beschlossen. Dann hat mir ein führender CSU-Politiker vor reinem CSU-Publikum, aber einmal bekam ich trotzdem Beifall, der hat gesagt, naja Gysi, wir mussten ja eine Reaktion zeigen. Wenn wir nichts gemacht hätten, dann wäre es ja einfach hingenommen mit der Krim. Jetzt rede ich mal nicht über das Beispiel Kosovo und so. Sondern ich habe ihm gesagt, war der Krieg der USA gegen den Irak völkerrechtsgemäß? Er konnte nicht ja sagen. Ist der Krieg der Türkei jetzt gegen Syrien völkerrechtsgemäß? Sie können nicht ja sein. Es gibt ja nie einen Angriff des Landes auf sie, also es ist kein Verteidigungskrieg und es gibt keinen Beschluss des Sicherheitsrates. Punkt. Dann dürfen sie es nicht. Machen es trotzdem. Und da habe ich gesagt, welche Sanktionen hat die EU beschlossen gegen die USA und die Türkei? Und da sagt er zu mir, naja, wir können ja nicht verlangen, dass wir Russland und die USA gleich behandeln. Da habe ich gesagt, das verlange ich nicht mal. Aber glauben Sie im Ernst, dass Putin und die russische Bevölkerung das nicht mitbekommen? Dass sie einmal bei Ihnen mit Sanktionen reagieren und in dem anderen Fall nicht? Und das hat auch alles Konsequenzen. Zum Beispiel haben sie jetzt begriffen, dass sie sich nicht allein auf Erdöl verlassen können, sondern dass sie Produkte brauchen, die sie weltweit verkaufen können, etc., etc. Aber wissen Sie, irgendwann bezahlt man sowas. Jetzt kommt sie ja wieder nicht mehr raus aus den Sanktionen. Da Polen und andere Länder ja sehr für die Sanktionen sind, ist es nicht so einfach, jetzt wieder irgendwann zu sagen, die Zeit dafür ist vorbei. Noch was zur Türkei. Und zur Glaubwürdigkeit. Was macht die Türkei in Syrien? Sie bekämpft dort die Kurdinnen und Kurden, die gar keine Unabhängigkeit wollen, im Unterschied zu den Kurdinnen und Kurden im Nordirak. Die in Syrien wollen das gar nicht, denen reicht ihre Autonomie völlig aus. Die haben am Boden, an unserer Seite, gegen den Islamischen Staat gekämpft. Und nachdem der einigermaßen zerstört ist, marschiert die Türkei ein, um diese Kurdinnen und Kurden zu töten. Die Aufregung unserer Regierung hält sich in Grenzen. Wieder eine Glaubwürdigkeitsfrage. Du
kannst nicht erst sagen, das ist ja fantastisch, dass die den Bodenkampf machen, den ja andere nicht machen, und dann nimmst du hin, dass sie geschlachtet werden. Das große Problem in der Außenpolitik besteht in dem absichtsvollen Abschied von einer Kultur des Dialogs, des Respekts und der gemeinsamen Sicherheit in den internationalen Beziehungen. Und ich sehe auch keine Bemühungen, dahin zurückzukehren. Die NATO will mit Zustimmung der Bundesregierung, dass wir 2% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung und Militär ausgeben. 2017 haben wir 37 Milliarden Euro ausgegeben. Das waren 1,22%. In diesem Jahr geben wir schon 38,5 Milliarden aus. Und der Haushalt, der nächste Woche beschlossen wird im Bundestag, sieht für Rüstung und Militär nun 43 Milliarden vor. Wenn wir dann 2024 die 2% erfüllen, müssen wir 75 Milliarden Euro jährlich ausgeben für Rüstung und Militär. Selbst wenn Sie sagen, Sie gehen nur von 1,5% aus, wären das 57 Milliarden, also 20 Milliarden mehr als im letzten Jahr. Es gibt überhaupt keinen Staat, der vorhat, uns militärisch anzugreifen. Ich habe eine schlimmere Steuerverschwendung noch nicht erlebt. Und Sie müssen das mal vergleichen. Im nächsten Jahr 43 Milliarden für Rüstung und Militär, 18,2 Milliarden für Bildung und Forschung und für Gesundheit und Pflege 15,2 Milliarden. Das ist absurd. Weniger als die Hälfte. Und der Aufschrei ist so gering. Übrigens, im letzten Jahr haben alle NATO-Staaten zusammen für Rüstung 900 Milliarden Dollar ausgegeben, Russland 66 Milliarden. Und Russland hat keine Verbündeten. Ich will das gar nicht rechtfertigen. Imperial denken die alle. Ja? Das ist ja mein Problem. Einfach kann man den Konflikt ganz einfach bezeichnen. Putin sagt, weiter lässt er seinen Einfluss nicht zurückdrängen. Und der Westen sagt, doch, wir dürfen bis an eure Grenze ran. Das ist der Konflikt. Ich sagte schon, dass man nicht aufhören kann zu siegen. Das war auch bei der Herstellung der deutschen Einheit so. Wenn man sich den Osten genau angesehen hätte, hätte man 6 Sachen übernehmen können für ganz Deutschland. Zum Beispiel war die DDR in der Gleichstellung der Geschlechter weiter. 90% der Frauen waren voll berufstätig. Natürlich setzte das ein flächendeckendes Netz an Kindertagesstättenplätzen, Schulnachmittage, auch Ferienspiele, weil nämlich Ferien länger dauern als Urlaub. Das versuche ich der Bundesregierung seit 29 Jahren zu erklären. Aber sie versteht es intellektuell nicht. Aber ich versuche es immer so einfach wie möglich zu übersetzen. Und dann ist ja gut, wenn du eine Oma hast, die nicht mehr berufstätig ist und wenn nicht. Klingelst du bei den Nachbarn und sagst, ich habe leider keinen Urlaub mehr, meine Tochter hat noch eine Woche Ferien, kümmern Sie sich mal oder weiß nicht. Also das ist doch hochinteressant, wie wenig man in solchen Zusammenhängen denkt. Aber abgesehen davon, das Entscheidende ist, dass man aufhören können muss zu siegen. Wenn man das gemacht hätte, ich kann noch an Polikliniken erinnern, noch an Berufsausbildung mit Abitur, also ein paar Sachen. Wissen Sie, was das Ergebnis gewesen wäre? Die Ostdeutschen hätten mehr Selbstbewusstsein gehabt. Dass sie AfD wählen, hat auch mit einem gestörten Selbstbewusstsein zu tun. Weil sie gesagt hätten, trotz der Diktatur, 6 Sachen haben wir eben davor gebracht, die sind so gut, dass sie jetzt in ganz Deutschland gelten. Und die Westdeutschen hätten etwas Wichtiges erlebt, dass nämlich mit der Herstellung der deutschen Einheit in 6 Punkten ihre Lebensqualität sich erhöht hätte. Ein solches Erlebnis ist ihnen nicht gegönnt worden. Deshalb ist Ihre Einstellung heute, ja, der Osten ist hinzugekommen, es kostet nur Geld, dann nörgeln Sie rum und wählen komisch. Aber das ist wieder Schuld und Verantwortung der Politik. Und das gilt auch für Ihre persönlichen Beziehungen. Das habe ich schon vorhin im Medium gesagt. Wenn Sie in Ihrer Beziehung 3-mal gesiegt haben, nicht noch ein 4. Mal, dann können Sie sich verabschieden. Wenn Sie etwas älter wären, würde ich sagen, können Sie sich scheiden lassen, etc. Und das ist auch klar, ich mache keine Scheidung mehr. Ja? Ich bin zwar noch Anwalt, aber... Früher habe ich Scheidung ganz gerne gemacht, wissen Sie, weil die sind unkompliziert, wenn sich beide nicht mehr lieben. Dann kriegst du alles geregelt. Wenn er sie aber noch liebt oder sie ihn noch liebt, kannst du alles vergessen. Ups, Vernunft, gar keinen Schritt weiter. Psychoknäuel, ja, volle Kante. Kennen Sie alles schon. Und deshalb sage ich, wenn Sie 3-mal gesiegt haben und Sie sind klug, organisieren Sie sich eine Niederlage. Was glauben Sie, wie wichtig der Satz sein kann, Liebling, du hattest völlig recht, ich habe mich geirrt, das tut mir leid. Der kann sowas von beziehungspflegend sein. Merken Sie sich das, ja, bei der nächsten Situation. Aber zurück
Zur Politik. Die Rüstungsexporte haben bei der letzten großen Koalition um 21% zugenommen. Und was noch gravierender ist, an Staaten außerhalb der EU und der NATO um 47%. Um 47%. CDU, CSU und SPD. Eben, wie gesagt, auch ganz viel an Saudi-Arabien. Könnten wir nicht vier Schritte gehen, um vielleicht ein bisschen eine Vermittlerrolle zu spielen, eine andere Rolle weltweit zu spielen, statt an allen Konflikten beteiligt zu sein? Und Frau von der Leyen will ja jetzt auch noch die Soldaten nach Syrien schicken. Also das wäre nun das Allerletzte, dass wir auch noch Bestandteil des Nahostkonflikts wären. Wie wäre es damit, dass der Bundestag in Mehrheit die USA auffordert, die Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen? Wir brauchen die hier nicht. Er kann das doch mal mutig mit Mehrheit beschließen. Wie wäre es mit einem klaren Bekenntnis, dass wir sagen, wir werden nicht 2% unseres Bruttoinlandsprodukts für Militär und Rüstung ausgeben und wir haben auch gar nicht vor, Weltpolizist zu werden? Wie wäre es mit einer deutlichen Reduzierung der Rüstungsexporte und eine komplette Unterlassung von Rüstungslieferungen in Spannungsgebiete und an Diktaturen? Und wie wäre es mit einem schrittweisen Ausstieg aus den Auslandseinsätzen der Bundeswehr? Das wäre doch mal eine andere Richtung der Politik. Das zweite Thema ist die soziale Frage. Da ich aber in 3 Minuten fertig sein muss, mache ich das ganz kurz und sage Ihnen dazu nur Folgendes. Es geht nicht länger gut, dass der Reichtum in wenigen Händen sich konzentriert und die Armut sich verbreitet. Die finanziell untere Hälfte der Menschheit hat in den letzten 5 Jahren 41% ihres Vermögens verloren. Und früher hatten vor 6 Jahren die 366 reichsten Menschen so viel wie die finanziell untere Hälfte, jetzt die 42 reichsten. Wissen Sie, was mich stört, ist die Entwicklungsrichtung. Nicht aus 366 werden 400 und dann 500 und dann 600, sondern 42. Wenn wir uns in 5 Jahren wieder treffen, sind es 21. Und das geht nicht. Und das geht auch in unserer Gesellschaft nicht. Die finanziell untere Hälfte unserer Bevölkerung hatte 1998 am Gesamtvermögen einen Anteil von 2,9%, jetzt von 1%. Aus 2,9 werden eben nicht 3 und dann 3,5 und dann 4, sondern 1%. Und genau das geht nicht. Und das fliegt uns um die Ohren. Aber wahrscheinlich nicht von links, sondern sehr wahrscheinlich von rechts. Wir hatten eine Vollzeitbeschäftigung von 26 Millionen, sind jetzt bei 24 Millionen. Das heißt 22 Millionen, das heißt 4 Millionen weniger. Die Vollzeitquote bei Frauen lag bei 55%, jetzt bei 40%. Wieder die Richtung. Junge Leute haben überwiegend befristete Arbeitsverhältnisse. Dann weint mir immer die Union die Backen voll, dass wir Deutschen aussterben, weil jährlich mehr Deutsche sterben, als geboren werden. Dann muss ich der Union immer erstmal erklären, dass sie es handwerklich nicht verlernt haben. Schon nicht so leicht, aber wenn Sie mir das glauben, dann sage ich, ja, wenn ich aber doch nur ein befristetes Arbeitsverhältnis habe, ich nicht mal weiß, was aus mir wird in 8 Monaten, wie soll ich denn dann verantwortungsbewusst Kinder in die Welt setzen? Und wenn wir dann, weil wir 16 Bundesländer sind, 16 Schulsysteme haben und die wollen immer den flexiblen Ingenieur und die flexible Lehrerin, die sollen ständig umziehen, dann sollen sie noch 3 Kinder haben und müssen sich gegenüber den 3 Kindern völlig verantwortungslos verhalten, weil sie ja jedes Mal das Schulsystem wechseln. Ich bestreite ja nicht, die 16 Schulsysteme waren zur Zeit der Postkutschen ein gewisser Fortschritt. Aber mit dem 21. Jahrhundert hat das nun gar nichts mehr zu tun. So, und das muss sich alles ändern. Übrigens könnte ich Ihnen auch sagen, aber habe ich ja keine Zeit mehr dazu, wie man zum Beispiel Steuergerechtigkeit herstellt, nur 2 Sachen. Wissen Sie, was man machen muss? In einem Punkt muss man US-Recht übernehmen. Die binden die Steuerpflicht an die Staatsbürgerschaft. Das finde ich schlau. Wissen Sie, wenn ich in der Loge bin vom Olympiastadion, dann kommen immer Männer, die mir erklären, dass in Mallorca der Blick auf das Mittelmeer so schön ist, dass sie also deshalb hingezogen sind. Und die Natur in Österreich ist auch so schön. Da bin ich mal ein falscher Kunde für solche Informationen. Da sage ich, aber das gönne ich Ihnen doch aus vollem Herzen, bloß bei mir blieben Sie steuerpflichtig. Das ist der Punkt. Natürlich muss da anrechnen, was Sie dort bezahlen, aber wenn Sie hier mehr zu bezahlen hätten, müssen Sie die Differenz bezahlen. Das geht nicht mehr anders. Und es muss auch Schluss sein damit, dass nur die Mitte die Gesellschaft bezahlt. Auch Ihre Eltern. Die Mitte bezahlt alles. Die Armen können es nicht und an die Reichen trauen sie sich nicht ran. Und was mich auch ankotzt, ist, dass die großen Konzerne und großen Banken keine Steuern bezahlen. Der Mittelstand bezahlt hier alles, von der Wirtschaft her. Und das könnte man ganz einfach regeln. Da, wo die Wertschöpfung oder die Dienstleistung stattfindet, ist die Steuer zu bezahlen und nicht da, wo ein halber gar nicht existierender Vizepräsident steht mit einem Briefkasten, der sozusagen
die Steuerpflicht nach sich zieht. Das ist die junge Frau, die mich herausschmeißen will. Und deshalb sage ich Ihnen am Schluss nur noch was zur Digitalisierung. Alle fürchten, ja, ich muss ja beweisen, wissen Sie, es gibt Spezialisten, die verstehen von einem Thema so viel, dass sie es nie erklären können. Es gibt Generalisten, die verstehen von keinem Thema etwas, können aber über alles reden. Ich bin Generalist. Und deshalb sage ich Ihnen zur Digitalisierung, nie Maschinenstürmerei, neue Technologie bringt neue Jobs. Ich beweise Ihnen das, solange wir kein Telefon hatten, gab es auch keine Telefonseelsorge. Das heißt, wir lassen uns mit neuen Technologien was einfallen. Was schlimm sein kann, ist, wenn es dadurch keine Kollektive mehr gibt, weil das jeder zu Hause am Computer macht, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Die Vorteile muss man schützen gesetzlich, die Nachteile muss man versuchen zu verhindern. Und wenn wirklich Arbeit wegfällt, na und, dann machen wir eben eine Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich und haben alle etwas davon. Sie sind jung und ich muss Ihnen sagen, ich habe das schon mal gesagt im letzten Jahr, ich sage es heute nochmal mit einem Beispiel, Sie sind mir nicht rebellisch genug. Sie lassen sich zu viel bieten, das geht nicht, ich kann das nicht alles für Sie erledigen. Deshalb hat die Jugend in Berlin jetzt was Vernünftiges gemacht. Die haben die leerstehende Wohnung besetzt, sehr vernünftig, weil wir Wohnungsnot in Berlin haben. 10.000 Wohnungen stehen leer, nur damit die reich werden können, wenn sie das abreißen etc. Und die waren friedlich, mit Luftballons und Musik. Und wenn die Polizei kam und sagte, wir müssen die Wohnung räumen, dann sagte, gar kein Problem, wir gehen freiwillig, da drüben ist noch eine leerstehende Wohnung. Und das hat den Leuten imponiert. Und das müsst ihr alle lernen. Und wenn ihr nochmal Praktika kriegt und ihr werdet dafür nicht bezahlt, dann organisiert mal einen Streik aller Praktikantinnen, was man den Älteren erklären muss, auch ein jugendlicher Praktikant braucht mal eine Scheibe Brot. Also ohne Geld läuft hier gar nichts mehr. Ich wünsche euch mehr Widerstandskraft, vollen Erfolg bei dieser Vorlesung und wir sehen uns wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder. Dankeschön.